Karl, mein Lieber, grüß dich. Bin ich zurück. Hallo, wir sind live. Perfekt. Moin, moin in den Chat. Genau, also ja, ich bin es ja gewohnt. Ich begrüße dich auf meinem Kanal. Und die erste Frage, damit wir gleich das Eis mal brechen: Wie bist du denn eigentlich auf mich aufmerksam geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ganz klassisch, vielleicht wie einige andere Zuschauer auch. Das ist bestimmt ein halbes Jahr her. Ich würde sagen, es war in einem kalten Entzug. Und dann, ich weiß nicht, eines Nachts halt, ich konnte nicht schlafen halt, und dann habe ich mir einfach YouTube eingegeben, so halt Erfahrungen, Oxycodon und sowas, ne, und dann kam ich halt auf deinen Kanal. Und dann, ja, habe ich mir viele Videos angeschaut. Hat mir auch sehr geholfen, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ich konnte da vieles relaten zu, und ja. Also, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich habe jetzt mit Absicht nicht mehr den Chatverlauf durchgelesen. Weiß jetzt eigentlich gar nichts über dich, das finde ich erstmal gut. Aber so viel Ja. habe ich schon rausgefunden, es geht um Opioide. Genau. Wo stehst du denn heute? Heutzutage habe ich noch mit Oxys zu strugglen, sehr, also sehr. Also bist noch drin. Ja, ja. Erzähl doch mal ein bisschen. Wie geht's dir damit? Wie viel nimmst du da? Ja, es Warum? ist schon so weit ausgeartet, dass ich jetzt so weit bin, dass ich sage, ich muss jetzt was tun. Ja. Tatsächlich habe ich auch schon immer etwas getan. Ich habe mir jetzt einen Termin gemacht bei der Suchtberatung. Gehe ich nächsten Dienstag hin. Aber ja, ich bin noch jeden Tag am Nehmen. Ne? Also ich kann nicht nehmen, sonst werde ich krank halt, ne? Das ist halt zügig und dann kriege ich gar nichts mehr hin. So stark ist es bei mir schon, wie viel ich nehme. Also ich brauche schon so mindestens 3 80er am Tag. Das ist eine Menge. Also mehr, ja. Ist eine Menge. Also das brauche ich ungefähr, ja, um halt tatsächlich normal zu sein halt, ne? Und schwankt halt. Okay, habe ich schon ganz viel mitgenommen. Zum einen denke ich mir, ist dieses Gespräch, was wir gerade führen, gehört einfach ja, zu einem gewissen Leidensdruck dazu und zu der Entscheidung, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil es einfach nur noch, ja, also ich meine, es alles, was mal cool war auf Oxys oder auf Opioiden, ist längst weg und man nimmt es eben nur noch in so einer hohen Dosis, um einfach nicht entzügig zu sein. Richtig, und das ist halt sehr Stress war das, ne? Also, weil natürlich ist es nicht so, dass ich gerade halt schon, ne? Es ist so ein Leben zwischen kalter Entzug, dann kriegst du neuen Stoff wieder, dann bist du normal, teilweise auch natürlich high. Und dann haben wir kalten Entzug halt, ne? Und irgendwann kann es auch nicht mehr richtig verbergen, so, ne? Ich wohne noch bei meinen Eltern. So, Okay, und es ist also ein Geheimnis auch vor deinen Eltern. natürlich, das kann, Ah, die das. wissen so, dass ich schon mit Weed natürlich, das wissen die, dass ich, ne, schon Ja, ganz geschenkt. gekifft habe Weed, das halt, ist ja im so. Kindergarten im Gegensatz zu Oxys. Naja, und eben das kann ich halt nicht sagen, so. Ja, und ich meine, ich war eine Zeit lang auch sehr Polytox unterwegs, also, nee, das ist, ich weiß nicht, ich kann einfach, nee, das kann ich halt meinen Eltern nicht antun, sag ich mal, das ist, Naja, okay, wie alt bist du denn eigentlich? 25. 25 und wohnst bei den Eltern, das ist ja auch erstmal untypisch, finde ich. Ja, es, sag mal, gab Gründe dafür. Also ich, sag mal, wäre schon gern ausgezogen, aber hier, wir haben ein großes Haus. Ich habe 2 Brüder, die sind schon ausgezogen. Meine Eltern sind nicht mehr zusammen. Aber wohnen auch zusammen halt, also aus finanziellen Gründen. Und sag mal so, kurz gesagt, ich konnte meine Mutter eine Zeit lang nicht hier alleine lassen, sag ich mal, deswegen bin ich noch hier geblieben. Um sie zu beschützen vor irgendwas? Ja, kann man so sagen. Ja. Also Also eine Vermutung, die ich habe, ja. nicht, dass es jetzt Ja. Gewalt kommen wäre, aber trotzdem, man kann ja auch anders angegriffen werden, sag ich mal, oder halt, ne? Also einfach, dass man seine Mutter nicht in der Situation lassen möchte, ne? Einfach. Willst du jetzt aber nicht so drüber reden? Ja, ich sag mal, das sind auch so Sachen, die ich noch nicht, vielleicht noch nicht ganz so verarbeitet habe. Ich, hängt auch natürlich auch noch, ja, viel, vielleicht auch mit meinem Drogenkonsum. Nicht viel. Ich Aber glaube, schon etwas auf ich jeden glaube, Fall. es hängt alles mit allem zusammen. Ja, genau. Weißt du wie? Und darum wäre ich Ja. da gleich ein bisschen hellhörig, wenn es da solche familiären Reibungsflächen gibt, weil das ist ja oft dann auch ein Grund.
Ja. Naja, also es gab schon harte Schicksalsschläge, ne? Also, Ja. und also fing an mit psychischer Krankheit, sag ich mal, ja? Ja. Zwangsanweisung Ja. meines Vaters und Ja. alkoholkrank geworden und so weiter. Aber jetzt ist alles gut gerade. Aber damals halt, ne, was Also es ging in anders. der Familie, also die Familie kennt das Leben, kann man so sagen. Ja, genau. Okay, und dass du zu Hause wohnen geblieben bist, hat sowas mit so einer Verantwortung als Sohn zu tun. Einmal das, und ich muss dazu sagen, ich bin gelernter Industriekaufmann, ich habe meine Ausbildung hier, ich wohne in so einem Dorf. Und meine Ausbildungsstätte, mein Ausbildungsbetrieb war halt von meinem Zuhause, von meinem Elternhaus, 3 Minuten Fußweg, 2 Minuten Fußweg. Und deswegen habe halt hier im Dorf gearbeitet, und zu der Zeit war es halt auch, sag ich mal, am schlimmsten war. Und dann war es halt das Beste für mich, hier zu bleiben. Das, ich habe es hier auch halt auch nicht schlecht gehabt, so, ne? Ich habe zwar dann auch meine Miete gezahlt hier. Ja gut, ist ja Ja. gar nicht so das Thema, aber ist mir halt nur aufgefallen, weißt Ja, genau, das ist du? halt, das sind also die Gründe, Aber das weshalb ich heißt da. jetzt erstmal, du arbeitest jetzt nicht mehr. Also jetzt arbeite ich gerade nicht mehr. Ich mache gerade eine Fortbildung. Ja. Aber gut, ich habe bis Januar. Ich war jetzt von Januar bis März arbeitslos, und jetzt seit 1. April bin ich in einer Vollzeit-Fortbildung. Warum nicht Weil ich habe mehr schon in dem alten Job? wurde ich gekündigt. Oh, warum? Ich habe da auch neu angefangen im letzten Jahr, am 1.8. Und es war ein Konzern, boah, ich bin in der Buchhaltung, habe ich gearbeitet. Und das war einfach nichts für mich. Ich wurde halt abgeworben von meiner alten Firma, war eigentlich halt ziemlich motiviert, so war halt noch größere Firma, noch besseres Gehalt und so weiter. Und dachte ich, mache hier jeden Fall einen Schritt nach vorne. Aber hat einfach nicht gepasst, so von der Chemie her, von meinen Aufgaben war ich nicht zufrieden. Und am Ende, ja, hat sich dann auch ziemlich auf meine Psyche halt ausgewirkt, und dann, ja, war ich krank geschrieben 4 Wochen lang, und dann kam die Kündigung. Okay. So, Aber aber. für mich hat sich alles zum Glück, also ich habe es meine Fortbildung, die ich mache, die wurde mir bezahlt. Genau, das ist gerade der Stand. Genau, also das wollte ich nur wissen. Also ich sag mal, die Abhängigkeit von Oxys, die Sucht, hat dich noch nicht so in die Knie gezwungen, dass du nicht mehr arbeitsfähig bist. Nee, Aber das aber es hätte dazu kommen können, sage ich ist ein mal. Szenario, was jetzt so ein bisschen vor der Tür steht. Jein, also ich war ja 3 Monate arbeitslos von Januar bis März, und das war schon, also es hätte sei es in der Zeit, glaube ich, wäre es vielleicht schon, hätte es passieren können. Jetzt, ich komme gut zurecht, sage ich mal, aktuell. Ich mache die Fortbildung von zu Hause aus, was geht. Also, ich habe jetzt da keine Bange, dass ich durch meine Sucht da irgendwas verkacke, sage ich mal. Das glaube ich jetzt aktuell nicht mehr. Also, mal, es war auch schon deutlich schlimmer. Also, ich habe Was waren so deine Höhepunktzeit mit Oxys? Geht's nur um Oxys oder geht's auch um Polytoxin-Konsum? Polytoxin-Konsum. Ich war bis letzten Jahre noch, war noch Kokain zum Beispiel ein Ja. sehr, sehr präsentes, also. Na, ja, doch täglich eigentlich. Also vor allem auf Täglich der Kokain. Arbeit. Ja, fing auf der Arbeit an im Büro. Ich Ach, das hab's. stresst doch übelst. Ja, aber dazu nimmt man dann auch die ganzen anderen Drogen, ne? Also fängst du morgens an mit Kokain. Na, Jedenfalls beschreib mir doch mal schlimmste so einen typischen Pillen. Tagesablauf von damals, wie das da so abging. Du bist früh aufgestanden. Genau, 7 Uhr eigentlich. Hab's halt schon abends alles vorbereitet. Ich brauchte halt meine, weiß nicht, 2 Lines, würde ich sagen, morgens. Da habe ich was mitgenommen ins Büro. Ich hatte dann im Büro 3 Lines mindestens nochmal genommen. Oder halt im Homeoffice. Homeoffice eigentlich mehr. Ja, Und klar. dann ab nachmittags komme ich nach Hause, und dann zuerst waren es noch mehr Benzos. Also Benzos zum Runterkommen vom Koks. Und Schmerzmittel halt, ne? Angefangen mit Tilidin. Und dann, wie es halt so ist, Tilidin wirkt nicht mehr. Lass uns mal kurz da stehen bleiben. Ist das eine Clique bei euch, wo die Substanzen so rumgehen, oder bist du so allein und ziehst das vom Darknet, oder wie ist die Situation? Genau. Ja. Darknet hat damit eigentlich, hat mir, also eigentlich leider habe ich das Darknet kennengelernt, weil das Darknet hat mir eigentlich so, ich weiß nicht, eigentlich so jede Tür geöffnet, sage ich mal.
Und ja, muss ich sagen, bin ich halt sehr aktiv. Ich hatte lange Zeit auch das noch, sag ich mal, oder sag ich mal, Weed im größeren Stil weiter veräußert. Und deswegen war es für mich jetzt auch nicht finanziell und so weiter, weißt du, war es alles tragbar, ne? Es war alles kein Problem. Weil ich auch immer arbeiten gegangen bin nebenbei und oder was heißt nebenbei eigentlich in Vollzeit und eben noch mein anderer Einnahmequelle hatte. Hast du viele Freunde? Hatte ich ja. Ich habe mit 18, ich hatte mehrere Freundeskreise, ich hatte viele Bekannte, ich kannte sehr viele Leute und komme aus einem Vorort, sag ich mal, von einer größeren Stadt und also gut, ja, es ist auch ein Vorort, aber ich wohne halt endlich mehr. Aber trotzdem mit Auto erreichst du alles. Und ja, das habe ich halt ausgenutzt, ne? Ich habe gemerkt hier, ich kenne einen Haufen Leute so und alle kiffen und es gibt halt nicht diesen einen zuverlässigen Dealer halt, der mobil ist, der einen guten Service hat, ne? Und dann habe ich das in die Hand genommen. Ja, Dann ist das halt. belaste dich mal jetzt nicht zu viel. Wir bleiben mal bei deiner Sucht, okay? Ich wurde verurteilt dafür. Bitte? Ich wurde verurteilt schon Ah, dafür. Deswegen okay. kann ich. Das sagt das doch, ne? Dann können wir ja ausführlich drüber reden. Ja, deswegen, nee, ich hätte, ja, hast du recht, hätte ich es vielleicht sagen sollen am Anfang Ja, direkt, ja. genau, weil. Nee, Okay, na ich dann habe habe schon ich da meinen. Bock drauf. Dann, es war jetzt nur so ein Selbstschutzding, wo ich dachte, oh, was erzählt er jetzt gerade hier? Nee, Weißt du wie? sonst hätte ich das nicht so. Hast du Okay. schon recht, ey. Okay, na gut, dann lass uns da mal stehen bleiben, weil das interessiert mich. Also das heißt, du warst mobil, es ist eine ländliche Gegend, wo du wohnst und die Leute haben Bock auf Weed und du hast gemerkt, es gibt keine zuverlässigen Quellen und da Genau, mache ich das mal. man muss immer mit dem Bus halt, sag ich mal, in die Stadt fahren, sag ich mal, und das ist halt so ein bisschen unbequem. Und ich dachte mir so, eigentlich brauchst du jemanden, der mit Auto halt die Leute hier abklappert, ne? Und einfach Verteilt. gut, genau, verteilt, einen guten Service Ja. bietet und ab dann war es halt ein Selbstläufer, ne? Und so war es auch. So und Wow, Mann, der Stream kriegt gerade eine ganz andere Richtung. Gut, ja, nee, komm, jetzt bin ich dabei, mein Lieber. Jetzt hast du auch Probleme. Jetzt werde ich langsam wach. Ja, okay. Ist auch ganz interessant, ja. Gut, okay. Nee. Ja, mach weiter. Jedes Detail. Schmück es aus. Ja, mein Vorteil war halt, dass ich mit einem Lieferanten, der mich beliefert, dass ich mit ihm sehr cool bin, halt auch schon vorher, bevor er angefangen hat. Also ihr Sind wir kanntet euch halt schon zusammen, vorher genau, freundschaftlich. schulisch kannten wir schon, ich glaube, als wir so 14 kennengelernt waren wir. Und dann haben wir uns ziemlich gut angefreundet. Wir sind ja jahrelang zusammen ins Gym gegangen und so weiter. Und dann hat er angefangen. Er ist jetzt auf einem sehr guten Level, sag ich mal. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er mich auch ein bisschen. Ich habe halt bei ihm das erste Mal so 25 Gramm geholt. Mit 18 war ich da. Und ja, habe das dann so weiterverkauft. Ich wusste damals, 15 Gramm muss ich verkaufen. 10 kann ich dann für mich behalten. Ich habe damals angefangen, eigentlich mehr so mal Um zu refinanzieren deinen Konsum. Um meinen Eigenkonsum zu decken, sage ich mal, ne? Genau. Um nichts zahlen zu müssen. Und halt, wie es halt ist, wird es dann halt größer, sage ich mal. Ne? Und ja, kam eins zum anderen. Genau, das wurde mal größer. Dann kam noch eine Zeit lang Kokain dazu, habe ich halt auch von ihm bezogen, weil er mich dann auch so meinte, hey, wenn du richtig Geld machen willst, dann musst du auch das verkaufen. Und ich habe zuerst immer so gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht und so, ich will nicht dieses Geschäft betreiben und so weiter. Ist auch eine andere Klientel dann, finde ich. Genau, aber ich habe es dann immer gemacht, eine Zeit lang, und ja, es hat sich, also effektiv hat sich schon gelohnt. Und ja, wenn du halt die richtigen, wenn du halt, du brauchst einfach ein paar richtige Kunden, so reichen schon 3 bis 4 wirklich gute Kunden, die einfach wirklich mehrmals kommen, und dann kannst du schon gutes Geld verdienen. Jetzt nicht reich oder so, ne, aber Aber es war läuft einfach ein halt. guter, lief halt, ja. Es war ein guter Lebensverdienst, ja. Wie lange ist das so gut gelaufen? Also ich habe mit 18 angefangen, ein sehr kleines Ziel, erstmal gesagt, meinen Eigenkonsum zu decken, und dann, ich würde sagen, so mit Anfang 20 Warst ist du dann schon, drin? war es ein guten Level, und dann so mit 23, 24 habe ich dann, also ich habe Kokain, glaube ich, nur ein Jahr lang verkauft, dann habe ich es auch wieder sein gelassen, aber das ging sehr schnell, war es auf einem sehr guten Level, und dann, würde ich sagen, wurde ich halt von den Cops gefickt. Wie denn genau? Wie ist das rausgekommen? Hat dich jemand verpfiffen? Nee, ja, ich war auch ein bisschen mit dem Arbeiter ein bisschen eigentlich dumm, was ich nachlässig wurde.
Das hat auch ein bisschen mit meinem Vater zu tun. Du musst wissen, mein Vater hat auch so ein bisschen Probleme mit der Polizei gehabt, aber jetzt nicht, weil er irgendwas gemacht hat, sondern weil er ja psychisch krank war. Das ist so in einem kleinen Ort wie hier, kriegt man das so mit. So, die Behörden wollten meinem Vater den Führerschein entziehen, weil er alkoholkrank war, aber nie im Straßenverkehr gefahren ist. Einfach nur, weil die wussten, dass er alkoholkrank ist. Ich weiß nicht, ob das so der normale Prozess ist. Aber auf jeden Fall ist halt dagegen angegangen, hat dann halt auch die ganzen Sachbearbeiter und was ich alle halt verklagt und so weiter. Man kannte ihn halt, er war halt so quasi bekannt als Ein Kriegsschreiber Rebell. und genau. Und die Polizei halt kannte ihn auch, weil auch die Polizei halt, gab es halt auch Geschichten, weil er zwangsangewiesen wurde von der Polizei, hat die auch verklagt und so, genau. Er war halt bekannt so. Ah, Und okay. mein Auto war angemeldet auf ihn. So, und die Polizei ist eine Zeit lang bei uns hier ein bisschen durch meine Straße gefahren. Und ja, wie sich dann rausstellte, habe ich aber auch irgendwie denken können, die haben mit Sicherheit einfach, glaube ich, drauf gewartet, bis mein Vater irgendwie halt rauskommt und ein Auto los hat, oder die wollten ihn einfach ihn irgendwie halt ärgern, sage ich mal, ich bin ganz sicher. Weil, als ich dann mit meinem Auto unterwegs war, nicht ich bin gefahren, weil ich keinen Führerschein hatte, sondern einen Kollegen, kam uns die Polizei entgegen und die kannten unser Auto und unser Kennzeichen. Die dachten wahrscheinlich, mein Vater wäre drin, dann kamen die uns entgegen, sind dann angehalten, umgekehrt und uns angehalten, ne? Und dann sofort gesagt, so, ja, hier einmal Führerschein, einmal das und dann einmal bitte Warndreieck im Kofferraum und so. Ich Kofferraum aufgemacht und er sofort gesagt, so, ja, ich rieche jetzt hier Cannabis im Auto, wollte das Auto durchsuchen und am Ende kannst du nichts machen, ne? Also die drohen die Betrichter nicht, hier weißt du, es Ja, gibt ja nicht Verschluss und so wenn du weiter. dich weigerst, ist der Weg zwar länger, aber sie kommt zum Ziel. Genau, so, ich habe mich erst geweigert und so, dann meinten die auch jetzt so, ne? Ja, so und so, entweder machen sie jetzt so und so oder ne, wir können jetzt hier auch anders, sag ich mal, das handhaben. Und dann habe ich halt nachgegeben und die Scheiße war halt, ich hatte in meiner Bauchtasche 30 Tüten dabei gehabt, ein bisschen Tilidin und mein zweites Handy. Und ja, das haben die dann irgendwann gefunden. Na, irgendwann nach dem Auto wollten die dann auch uns durchsuchen. Ich habe dann auch zuerst mich gesträubt, weil ich meinte, ich bin Beifahrer, so das Auto ist nicht auf mich zugelassen, das ist theoretisch nicht mein Auto, so warum jetzt mich durchsuchen, weißt du? Und ja, haben die halt trotzdem wieder gesagt mit den ganzen Drohungen, meinte ich irgendwann, okay, scheiß drauf. Und dann wusste ich halt, jetzt ist es vorbei halt, ne? Ich wusste, als sie meine Bauchtasche gefunden haben, wusste ich, dass sie auch zu mir nach Hause kommen werden und nach Hause so machen werden, was dann auch so gekommen ist. Und zu Hause haben die dann auch ein bisschen mehr gefunden. Richtig schlecht gelaufen. Ja, halt von mir auch richtig einfach total nachlässig gewesen. Warst ein bisschen arrogant geworden. Ja, ich habe meine Sachen nicht richtig, seit ich im Bunker gehabt und so weiter. Und ja, vielleicht Nachlässig muss es auch geworden. passieren. Schlampig. Ja. Schlampig. Und dann, wie ging es dann weiter? Genau, dann habe ich die Hausführung gehabt. Dann haben die hier ein bisschen mitgenommen. Oder was meinst du, ab wo ging es Ja, weiter? genau, das meine ich halt. Was haben deine Eltern gesagt? Es muss ja auch irgendwie einen Eindruck auf die gemacht haben. Ja, da ja die Polizisten mein Vater kannten, haben die mich vorher so gefragt, ob das gleich ausarten würde. Und mein Vater hasst quasi die Polizei. Und ich war der Meinung, es wird auf jeden Fall ausarten. Mein Vater, wenn der Polizei sieht, der sieht halt rot quasi. Oh Hab Mann, dann zur Polizei Wahnsinn. gesagt, das wird auch definitiv bei mir zu Hause ausarten. So, mein Vater hasst Polizei. Aber komischerweise, also ihr müsst wissen, zuerst hieß es, sie wollten mit 10 Mann oder so bei mir rein, weil die noch einen Hundeführer brauchten. Aber irgendwie wurde es zum Glück immer später. So, es war ein Dienstag, glaube ich, im Februar ist es passiert. Vor 2 Jahren. Es wurde immer später. Und dann irgendwann haben die halt keinen Hundeführer mehr bekommen. Ne? Weil, wie gesagt, es ist Also hier keine so ein Großstadt, wo ich Drogenhund. wohne. Genau. Wobei die auch gefragt haben, wie viel werden wir noch bei ihnen finden. Gleich habe ich direkt schon gesagt, um die 300 Gramm liegen bei mir noch. 300 Gramm Weed. Und Koks? Nee, Nee. zum Glück, Zum Glück nicht. nicht. Ja, Tatsächlich hatte ich Tilidin gehabt. Ah, Haben die okay. nicht mitgenommen. Das Ah. haben die mir zurückgegeben. Okay. Medikament halt. Okay, weiter. Ja, genau, die haben gefragt, was ist das hier? Ich meine, das ist ein Schmerzmittel halt, ne? Okay. Und am Ende haben die das mir zurückgegeben. Wobei es halt trotzdem, Tilidin ist aber trotzdem ja ein BTM halt, ne? Das ist ein rezeptpflichtiges Schmerzmittel. Naja, auf jeden Fall. Wie waren die wohl? Es interessiert mich so. Also, ich meine, du bist ja in einer absoluten Stresssituation. Ja, du bist ein junger Mensch, bei dem jetzt gerade auch die Welt so ein bisschen zusammenbricht. Muss man schon sagen. Da ging der Arsch bestimmt schon auf Grundeis. Kann man ja schon Auf sagen. jeden Fall, Ja. auf jeden Fall. Wie reagieren dann solche Bullen? Sind die dann eher so, Scheiße, der tut uns irgendwie ein bisschen leid, aber wir müssen es durchziehen, oder waren die da anders drauf? Also der eine wurde, der wollte das so durchziehen, der hat sich richtig gefreut, sag ich mal, der kannte ja meinen Vater, der wollte auch den Führerschein Ach, meines der hat nur eine Rechnung offen gehabt mit dem. Ja, richtig, und Ja. das fällt mir gerade ein, die wollten ja, genau, die wollten ja den Führerschein von meinem Vater haben.
mein Vater hat sich dagegen, weil er halt meinte, sowieso und so weiter, ne? Weil nur weil ich scheinbar alkoholkrank war, könnte mir ja meinen Führerschein wegnehmen. Und hat halt irgendwie eidesstattlich irgendwie ausgesagt, er wüsste nicht, wo sein Führerschein liegt. Aber hat ihn mir gegeben. Und ich habe ihn im Mercedes, also in meinem Auto versteckt. Und dann, als sie halt uns durchsucht haben, noch an der Stelle, wo die uns angehalten haben, haben wir halt auch den Führerschein meines Vaters entdeckt, dieser eine Polizist. Und der hat sich halt so gefreut darüber, weißt du, so, der wollte es auf jeden Fall durchziehen. Er hatte Bock drauf gehabt. Und der andere Polizist, also Anfangs waren es zwei, deswegen für mich sind das die beiden eigentlich Hauptpolizisten jetzt durchgezogen, der Rest war einfach nur dabei. Der andere war eigentlich so, ich weiß nicht, typisch echt guter Kopf, böser Kopf. Der andere war wirklich ein guter Kopf. Der kannte sogar meinen größeren Bruder. Mein großer Bruder hat hier ziemlich erfolgreich Judo gemacht. Und er kannte meinen großen Bruder, weil der Polizist irgendwie auch irgendwie im Judo-Training irgendwie involviert war. Irgendwie Trainer, was, ich weiß jetzt nicht. Und deswegen hat mir da so ein bisschen so ein Gesprächsthema gehabt. Da haben wir so halt auf der Wache so ein bisschen so über das gesprochen. Und dann, ich habe eine kurze Zeit lang geboxt und so. Und er kannte auch einen erfolgreichen Boxer, wie hier bei uns aus der Stadt und so, haben wir da auch ein bisschen gesprochen. Und er war eigentlich ganz cool. Und dem tat es schon so ein bisschen, wo du sagst, er meinte so, er meint aus so einer Wache so, ach Jungs, so von mir aus, ihr könnt kiffen, wie ihr wollt und so. Und er hat halt bloß gesagt, dass man so ein bisschen so auch nur aufpassen soll, halt natürlich verkaufen geht nicht klar und so weiter, aber. Naja, okay. Und das sind Also. die, ja, und da sind die dann bei euch in die Wohnung rein und dein Vater war ganz gechillt eigentlich. Genau, und dann bin ich halt mit diesem guten Kopf, ich habe halt so, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das vorgeschlagen habe oder wir, meinten, ob das Sinn macht, dass ich erstmal mit dem guten Kopf, mit dem ich ja auch offensichtlich gut klarkam, dem anderen habe ich auch, zum Beispiel, er wollte meine Handycodes haben. Ich auch gesagt, gebe ich das natürlich nicht raus, ne? Also zu ihm war ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber mit dem anderen Kopf, dem habe ich ganz normal auf Augenhöhe gesprochen, weil er zu mir auch so auf Augenhöhe war, ne? Und dann bin ich mit ihm halt vorgegangen und dann ich halt direkt zu meinem Vater, ich meinte so, ey, pass auf, so und so, geht das vielleicht mit 10 Mann nach oben, so, die Scheiße. durchsuchen mein Zimmer eben. Ja. Das geht ganz schnell und so und nichts passiert und dann auch alles wieder gut. Und dann, ja, war das halt auch so. Natürlich haben zwei Frauen mein Zimmer durchsucht. Warum? Weiß ich nicht. Ja, ich hab's auch nie, ich habe auch nichts dagegen gesagt. Ich hab's scheiße, ja, keine Ahnung. Ich habe einfach mehr gehofft, dass sie. Es gab hier so eine Schublade. Ich habe so einen Tisch in meinem Zimmer. Da sind so zwei dezente Schubladen. Und diese eine Schublade, da habe ich gemerkt, dass sie die gar nicht auch. Und in dieser Schublade war meine so, ja, Buch geführt, musst du wissen, auf Papier. Ja. Damals. Und da war noch Bargeld drin. Und noch mit Teledin. Und die haben so angefangen zu durchsuchen. Die eine fängt links an, die andere rechts mein Zimmer. Aber die haben diese Schubladen übersprungen. Und eigentlich war ich dann einfach nur so drauf gefasst, so, ey, hoffentlich merken die das nicht und so. Und ja, dass es zwei Frauen waren, ja, klar, es war. Hätte man vielleicht auch anders machen können, aber ich glaube, das ist mir erst richtig im Nachhinein so richtig so klar geworden. Nee, das waren ja echt zwei Frauen, die mir das durchsucht haben. Naja, auf jeden Fall Waren die habe attraktiv? ich da. Ich glaube schon, die waren auf jeden Fall nicht hässlich. Echt, ja? Also so junge Aber das waren. Pferdeschwanzpolizistin. Ja, aber das waren so richtige, so, die waren voll still und so. Das waren nicht diese möchte gerne nicht Traktoruniform und so weiter. Die waren so voll so. Kripo-Style. Ja, nee, noch voll jung aus, so war auch ein bisschen so gefragt, so, weil die in meinem Zimmer so ein paar Sachen gefunden haben, so irgendwie eine Schlaftablette oder sowas und immer so gefragt haben, den, Was ist das? Also noch unerfahren ein bisschen. ja, genau, so, oder irgendwie solche, hier, Handzahm habe ich gehabt und haben mir auch so gefragt, weißt du, so, und das hier, müssen wir das mitnehmen und so weiter. Und dann, ich stand halt mit dem guten Kopf mit meinem Zimmer, hab halt mit dem gesprochen und der andere, blöde Polizist, sag ich mal, der böse Kopf, der stand so, am Flur, am Anfang des Zimmers, hat er in der Zentrale bei uns gesprochen und hat dann mal die Beweisfotos gemacht, weißt du. Also überall, wo etwas mitgenommen wird, muss er dann ein Foto machen, wo das stand, weißt du. Und den Rest der Polizei unten gewartet. Bei meinem Vater, warum auch immer. Genau, und dann Wahnsinn. haben die hier durchsucht. Das ging echt lange, dass sie nur mein Zimmer durchsucht haben. Waren wir bestimmt 2 Stunden hier. Echt? Ja. Die haben alles auseinandergenommen, außer die Schublade. Außer die beiden Schubladen, ja, das ist so ein schmaler, schwarzer Tisch halt, so ziemlich dünne Schubladen, aber ich weiß nicht. Nachhinein gut für mich, dass sie das nicht gesehen haben, aber ich denke mir so, eigentlich übersieht man das doch nicht, wenn man Gründe, also ich meine, du hast gerade eine Aufgabe hier, eine Zimmerdurchsuchung, weißt du, dann denke ich mir, Nimm das doch mal ernst. ja, das macht. Für mich war es gut, aber. Ja. Alright. Okay, und dann waren das ganze Kommando war dann weg und du saßt erstmal völlig bedeppert in deinem Zimmer. Ja, ich habe erstmal da mit meinem Vater so darüber gesprochen und ich muss sagen, ich zum Glück war meine Mutter nicht da, die war ja irgendwo unterwegs.
die kamen echt erst wieder, als das alles passiert ist, quasi, dass ich ganz das Ausmaß nicht so mitbekommen. Ich glaube, das hätte bei ihr auch schon ein bisschen mal eingewirkt, sag ich mal, noch einmal so. Ja, an einem Dienstagabend war ja Winter auch schon dunkel und so, auf einmal kommen halt irgendwie 10 oder ich weiß nicht, wie viel es waren, 8 Uniformierte. Ne? Macht schon Eindruck, sowas. Ja, ich glaube, mein Vater hat schon angesehen, dass er schon so ein bisschen gekocht hat. Ja, und sich, oder ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein bisschen, auf jeden Fall unter Stress war, ja, so, war auf jeden Fall gestresst. Ja, und genau, und dann, als sie noch gegangen sind, die eine böse Polizist hat noch richtig noch so frech gesagt, zu meinem Vater, so, ach, übrigens, wir haben den Führerschein gefunden. Er wollte immer noch so sagen, so, weißt du, dass sie das haben, weil die eine Umwege abziehen wollten von meinem Vater, ja. Ja, und genau, dann ist das hier passiert, sag ich mal. Bei meinen Eltern habe ich dann normal drüber gesprochen noch so und ja, ich wusste dann, ne, dass jetzt wird es erstmal. Also da war es mit dem Dealen erstmal vorbei. Ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis dann die erste Post kam? Boah, es hat bei mir gedauert. Das erste, was ich bekommen habe, ist, dass die dann irgendwann noch geschafft haben, mein Handy zu knacken. Weil ich dann von vielen Freunden, Kunden gehört habe, dass sie Briefe bekommen haben, ne? Aufgrund einer Handyauswertung und so weiter. Die haben wirklich jeden einen Betrieb geschrieben, auch wenn jemand einen Gramm geholt hat oder zwei, weißt du, so wurde er dafür Anklage halt. Anklage oder was? Nee, du kriegst erstmal so eine Polizeivorladung. Ja, da musst du aber nicht hingehen. Nee, genau. So, und dann, wenn die Polizisten deine Aussage nicht bekommen, dann, ich weiß nicht, dann können die das zum Staatsanwalt schicken und der Staatsanwalt entscheidet dann, ob er jetzt... Und dann kriegst du einen gelben Brief und dann musst du dorthin. Gelben Brief, gelben Umschlag, ne? Ja, genau, das meine ich damit. Ja. Genau, nee, das hat aber gedauert. Natürlich habe ich mir erstmal direkt einen Anwalt genommen. Und dann, naja, wie es halt typisch ist, Akteneinsicht und so weiter. Meine Akte waren 3 Aktenordner voll. Gut, gab auch eine Handy-Auswertung. Das Gerichtsverfahren hatte ich tatsächlich auch erst dieses Jahr gehabt. Ja, bin mit einer Geldstrafe raus, muss ich sagen. Na Gott sei Dank. Genau, also eigentlich hat mein Anwalt gesagt, ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Aber, Das heißt, du bist nicht vorbestraft? Nee. Also, ich wurde schon mal verurteilt. Ich hatte, Trunkenheit im Verkehr, habe ich gehabt. Dann Fahren ohne Fahrerlaubnis. Du hast aber doch schon einiges durch, okay, gut. Ja, ein paar BTM-Geschichten, aber nicht so, dass ich dafür verurteilt wurde. Ja, das war dann nur, Polizeivorladungen und noch einmal habe ich einen Strafbefehl bekommen. Strafbefehl ist, glaube ich, wenn du außergerichtlich verurteilt wirst. So. Also 3 Sachen, glaube ich, gab es, aber ich wusste es nie, in der Hinsicht war ich nie vorbestraft, dass ich habe noch nie Bewährung oder was bekommen, noch nie halt Freistrafe. Das hat mir nie gehabt, nee. Okay, und das war jetzt mal so eine Nebenstory, die wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatten, ja. Und da hast du ja noch was von Teledienst erzählt, aber jetzt ist ja sind ja die Oxys da ein Problem geworden. Ja. Wie hat es denn angefangen? Was ist denn da passiert? Also ich muss sagen, Drogen habe ich schon lange, also das heißt mit 16 angefangen zu kiffen, ganz klassisch. Dann mit 19 Ecstasy probiert ein bisschen, mich da ausprobiert, nennen sich. Also ich sag mal so, ich habe immer schon so gerne probiert, sag ich mal. Und ja, schnell habe ich dann auch so Pillen. Fing an mit Benzos. Ich hab das mit Xanax. Das war so mein erster, sag ich mal, erster Kontakt oder so halt in diese, weiß ich nicht, halt nicht mehr ab und zu, also nicht mehr täglich kiffen und irgendwie ab und zu Ecstasy, sondern wirklich so jetzt irgendwie Medikamente genommen. Medikamente, sag ich mal, das war so mein erster Kontakt mit Medikamenten. Das waren Xanax halt. Gehen die bei euch in der Clique rum oder wie bist du dazu? Nee, gemacht? Darknet. Darknet. Da habe ich das Darknet kennengelernt. Mit Xanax kam das Darknet. Immer eine Affinität da, so ins Darknet zu gehen und die Sachen auch mal zu bestellen und auszutesten. Ja, die Affinität war mehr, glaube ich, sehr, also mal anders. Ich weiß nicht, irgendwie durch Musik, durch Selbstprobleme, die man hat und so und vielleicht auch diese Medikamente, die einem vielleicht auch helfen könnten, so habe ich gedacht damals so. Und dann irgendwie kam ich halt aufs Darknet. Irgendwie habe ich dann, ich weiß nicht, wie, ob ich das gegoogelt habe, einfach auf der Arbeit, wie man das so besorgen kann, irgendwie Rezept besorgen und so weiter oder einfach backen und dann irgendwie schnell war die
hier Dream Market, falls vielleicht kennt dich jemand im Chat oder so, oder du, Dream Market, damit fing es bei mir an. Den habe ich auch kennengelernt und ja, das hat auf jeden Fall mich begeistert. So, und ich dachte, oh, krass, ey, das ist heftig hier, diese Marktplätze, die sind ja wirklich so, ja, krass aufgebaut, ne? Und darüber ließ sich halt so alles besorgen, so, ne? Und genau, dann habe ich Xanax, diese weißen Bars, waren das. Bin auch sehr schnell auf die Schnauze gefallen damit. Ich habe 4 Wochen lang, ich muss sagen, ich habe mich leider viel zu wenig informiert über Xanax. So, ich wusste eigentlich kaum, was das ist. So, ich wusste, das sind Beruhigungstabletten halt. Und dann, ja, habe ich das genommen. Jeden Tag. Und dann gingen die Pillen leer nach 4 Wochen und dann hatte ich halt den übelsten Kaltentzug gehabt, ne? Benzoentzug. Ja, Alprazolamentzug. Beschreib dir mal. Das war mein schlimmster Kaltentzug, den ich hatte. Am Sonntag sind mir die Pillen ausgegangen. Ich hatte schon einen Tag nachbestellt gehabt, aber die kamen noch nicht an, sag ich mal. Ich kann im Vorfeld sagen, die kamen am Freitag an, aber ich war jetzt von Sonntag bis Freitag Mittag, wo die Post kommt, war ich auf Kalten und ich habe die ganze Zeit nicht geschlafen. Es war echt die Hölle, also du konntest gar nicht schlafen, du hattest innerliche Unruhe, Als ob man das war explodiert. depressiv. Genau, du warst dann diese Hitzeballon am Schwitzen und so und im Zittern und Muskelzuckungen und das war echt schlimm, sag ich mal. Auch so schlimm, dass ich auch zum Arzt gegangen bin. Ich glaube am Donnerstag oder so. Und ich habe dem halt gesagt, Also du dass ich kannst nicht dann einfach schlafen. 3, 4 Tage nicht schlafen. Gar nicht schlafen. Gar nicht Ich habe gar nicht schlafen. geschlafen. Ich habe den, deswegen mich auch zum Arzt gegangen. Ich meine, ich habe schon so fast so Angst bekommen, dass ich jetzt zu lange verrückt werde, wenn ich nicht jetzt nachts schlafe. Und deswegen bin ich auch zum Arzt gegangen. Ich habe ihm gesagt, so halt, ich will einfach nur schlafen. Ich habe echt so das Gefühl, ich bin zu verrückt mäßig. So, ne? Ich habe natürlich auch offenbart, was ich habe. Ich habe gesagt, ich habe sein Ängste genommen. Da ist aus dem Tag so und so lange und so hier Mengen. Und der hat mir eigentlich nicht helfen können. Hat mir gesagt, ja, sie können ja zur Suchtberatung gehen oder sich einweisen lassen. Und ich war in meiner Ausbildung oder ich habe auf jeden Fall gearbeitet und so. Und ich meinte, ich kann nicht so einfach auf meine Arbeit fehlen. So, das geht nicht so. Ich bin zwar gerade krank geschrieben jetzt die Woche, aber ich habe ihm gesagt, eigentlich so, wenn ich schlafen kann, dann will ich es, glaube ich, hinkriegen. Und auf jeden Fall hat mir das nicht geholfen, der Arzt. Und dann halt noch eine Nacht vergangen und dann war halt Freitag und dann kamen die Pillen an, mittags, die Nachbestellung. Und zuerst weiß ich noch, wie ich mir meinte, nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben, das hat mich ja voll, ne, so voll gefickt mäßig. Aber ich weiß auch ganz genau, wie ich dann abends im Bett lag und nicht schlafen konnte, dann wurde mir so ganz heiß im Körper, weil ich wusste, ja, ich habe jetzt 100 Xanax-Bars da und dann habe ich das genommen, eine und ich konnte sofort schlafen wieder und dann Warst du habe da ich, dabei? ja, aber, pass auf, ich war ja ein erwachsener Mann, ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Arzt mir nicht helfen kann, ich will mich eigentlich einweisen lassen, wie kann ich jetzt mir selbst helfen? Und dann habe ich halt so gegoogelt und dann gab es so einen Plan im Internet, irgendwie halt so den alten Ausschleichprozess, sag ich mal. Und das habe ich dann genauso gemacht, wie es da stand. Ich glaube, irgendwie entweder jede Woche oder alle 2 Wochen wollte man die Dosis um 25% Genau, senken. das dauert nämlich. Ja, aber ich habe es genauso gemacht, genauso. Und ich weiß auch ganz genau, das war dann ein Donnerstag, glaube ich, wo ich dann so weit war, dass ich jetzt nochmal senke und gar nichts mehr nehmen muss. Und dann bin ich schlafen gegangen und ich konnte schlafen. Und Also es ist dann am nächsten möglich. Tag ist es möglich. Ich habe es geschafft und ich weiß ganz genau, wie ich war. Boah, ich war so froh, als ich es geschafft habe. Als ich dann den Donnerstag eingeschlafen bin und am nächsten Tag aufgewacht bin und gemerkt habe, ey, ich kann auf jeden Fall ohne Xanax schlafen. Und dann ging's und das hat auch echt lange gedauert. Das waren dann locker 2, 3 Monate, glaube ich, dieser Ausschleichprozess. Und dann ging es mir wieder gut. Und dann habe ich es erstmal eine lange Zeit sein gelassen, Xanax zu nehmen. Aber dann habe ich es wieder angefangen. Und zwar in Kombination mit Alkohol. Weil ich so dumm war, mir dachte, ich nehme es einfach jetzt nur noch, wenn ich Alkohol trinke. So, dann vielleicht werde ich ja nicht so süchtig. Mein Körper war da halt eh schon so vom Alkohol berauscht ist. So, Oh Mann. das war echt mein Gedanke. Es ist ja, du merkst selber, wie bescheuert das ist, ja? Ja. Ja, Das okay. hat Spaß gemacht, muss ich sagen, ja. Wobei, Spaß auf Kosten, sag ich mal. Ich war echt ein Arschloch, als ich Xanax. Ich glaube, wie jeder wird ein Arschloch. Auf Oder Xanax oder ein Arschloch? auf Xanax und Alkohol. Ja. Also zumindest, du wirst ja, also das versteckt sich ja gegenseitig, ne? Der Alkohol versteckt die Xanax bekommen und auf jeden Fall sehr gefährlich, sag ich mal. Ne, und ich wurde halt, ich weiß nicht, ich wurde halt komplett hemmungslos und so und total, Was fällt dir weiß ich spontan ab ein, was kann. dir heute noch leid tut? Naja, ich weiß, auf jeden Fall mein bester Freund hat mich so zur Seite genommen und meinte, ey, weißt du eigentlich, was du so machst, wenn du auf deinem Film bist? So, und ich so, muss es halt nicht, weil du halt auch alles vergisst. Und ich habe ihn wohl immer vor versammelter Mannschaft halt immer so übelst runtergemacht, weißt du, immer so bloßgestellt, so, das wäre so,
Das hat man voll leid, so, weißt du, weil ich mir dachte, so krass, ey, heftig, dass ich so mich verändert habe, mäßig, Voll und der ich selber das auch Filmriss. gar nicht mehr weiß und so, weißt du, das Ja, ist das ja. Schlimmste, ich weiß es doch nicht mehr, und Ja, deswegen konnte ich mich auch nicht dafür entschuldigen, weil ich dachte, ich hätte nichts gemacht, ja, weißt du, und das ja. war, als er das mir so gesagt hat, das hat auf jeden Fall was von mir ausgelöst, und habe ich das sein lassen. Und dann kamen die Oxys. Ja, die Oxys, das, genau, fing erstmal an mit Tilidin. Ja. Ich habe ja Auch aus immer dem nebenbei, Darknet. nee, erstmal, ich habe ja nebenbei immer noch Verkauf gehabt, ne? Ja. Und dann, Ach, wir haben jetzt man kennt einen halt, Sprung zurückgemacht. Genau, ja. Okay. genau. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre alt, ne? Ja, Das ja, ja, müsste ja. 2018 gewesen sein. Okay. Und ich hatte zwar eigentlich immer so einen Lieferanten gehabt, aber man kennst du auch ein bisschen andere, ab und zu musst du rausweichen, da holen und so. Und auf jeden Fall, du kennst so Leute, die auch, sag ich mal, ne, in der Szene sind. Und hab dann halt eine Zeit lang parallel noch von einem anderen Kollegen bezogen, und er hat mir dann einfach, glaube ich mal, ich glaube, er hat mir, es war einfach so random, weil er eigentlich, ich damit nichts zu tun hatte, aber hat mir einfach damals 50 Milligramm Tilidin, solche Schachteln, so 100er Packungen gegeben, ich glaube 4 Stück davon, hat die mir einfach gegeben und meinte, ey, kannst du die loswerden? Und ich habe erstmal gesagt, so, ja, ich kann es versuchen, so, ich weiß es nicht, so, ich kenne das Zeug nicht, aber okay. Aber ich wusste, ich, so, ich, in meinem Umfeld gab es so ein, zwei Leute, wo ich wusste, dass sie das vielleicht nehmen werden. Und hab's dann auch so verkauft, und teilweise war ich halt auch so neugierig, weißt du, weil ich halt schon, doch mit Xanax habe ich euch schon, genau, hab ich schon genommen gehabt und so, und dann dachte ich mir so, okay, Tilidin und so, mal gucken. Und dann auch durch die Musik und so, Capital und Samra und so, das ist ja auch gerappt und so, und so ein bisschen mal gekannt, und war auch ein bisschen so, mal gucken, okay, was ist denn das und so. Ja, und da hat mir dann gefallen, das war so mein erster Opiat Kontakt, sage ich mal, ne, auf Tilidin high gewesen. Und dann musste ich so Darknet so auch und so, und dann habe ich da geguckt und so weiter, und dann hat sich alles so mäßig ergeben und entwickelt und so. Da hat mir Tilidin sehr gefallen. Ich bin mich sehr schnell dann halt in Schmerzmittel verliebt, sage ich mal. Und Oxys kam eigentlich sehr spät. Oxys, ich glaube, die erste Oxy habe ich so vor 2 Jahren genommen. Und so um 80er Oxys nehme ich jetzt, habe ich letztes Jahr erst angefangen. Tja, wo ist das Ende? Das Ende kommt jetzt hoffentlich. Ja, Ja, alles hat seine Zeit, mein Lieber. zumindest habe ich lange nicht gesagt, ich habe echt gesagt, nee, ich will nicht aufhören, so, ich werde weiternehmen. Und das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Jetzt, ich will aufhören, ich will das nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Und Was genau ist die Anstrengung? ja, es ist nicht nur das, es ist anstrengend, einfach dieses Leben, einfach dieses Neue beschaffen und halt einen Zug durchhalten und so, und dann alles einfach, und ich will es einfach nicht mehr, weißt du, aber da gehört auch viel mehr dazu. Es ist nicht nur, dass es anstrengend ist, es ist auch so, dass es einfach total ungesund ist, gefährlich. Ja, du bist ja nicht du selbst. Eben. Ja. Du bist eine Und das abhängige ist Persönlichkeit. richtig, und das macht dich halt auch übelst kaputt, sag ich mal, ne? Und Vom Selbstwert auch. ja, und auch so, man will, man hat ja überhaupt keine natürlichen Glücksgefühle mehr, weißt du, so Ja. alles nur noch auf Oxy basiert halt, ne? Und das darf halt nicht sein, sag ich mal, ne? Und ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, wenn du zu lange süchtig, ich glaube, irgendwann schaffst du es halt echt nicht mehr richtig raus, dann hast du immer Genau. wirklich noch auf den Schaden. Ja. Also ich muss dir sagen, das habe ich schon oft auf dem Kanal gesagt, für mich ist so eine magische Zahl 30. Ja. Wenn du es mit 30, wenn du mit 30 nicht das Ruder rumreißt, in dem Konsummuster, in dem ich war, in dem du bist, also wirklich Missbrauch, ja, wenn du mit 30 es nicht schaffst, das Ruder rumzureißen, wird es schwierig. Eben. So, und ich bin jetzt 25. Mein Glück ist, ich zum Glück, ja, ein Jahr ungefähr, 8 Monate bis ein Jahr mit Oxycodon, sag ich mal, nach zu kämpfen. Trotzdem nicht gut, aber ja, besser, ich weiß nicht, ja, zum Glück, sag ich mal, das will ich jetzt so, dass ich sage, ich ändere jetzt was. Und ganz Hoffentlich konkret, habe wie ich sieht so. das aus jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Also ich habe einen Termin bei der Suchtberatung am Dienstag, ich werde das alles offenbaren, wie das bei mir aussieht, und dann hoffe ich, dass sie mich irgendwie
beraten können, was ich jetzt am besten machen soll, ne? Was sie mir vorschlagen, wie ich davon wegkomme. Ist ja auch schon wieder von der Chronologie geil, dass wir jetzt den Stream hier haben und Dienstag hast du den Termin bei der Suchtberatung. Ist ein gutes Ja, Zeichen, finde ich. das stimmt. Das stimmt. Ja, gutes Zeichen. Ja, nee, du schaffst das auch. Ja, der Punkt ist natürlich, ich sag mal, der körperliche Entzug ist halt das eine, ja, der ist halt irgendwann noch vorbei. Aber Ja. dann kommt halt die wahre Prüfung. Das clean bleiben, ja. Naja, wie fülle ich mein Leben eben mit Glück ohne Hilfsmittel? Mit Endorphin, mit Belohnungssystem. Und das wird eben eine Weile auch erstmal gar nicht möglich sein, weil dein Dopaminhaushalt natürlich komplett im Eimer ist. Ja, richtig. Richtig, deswegen, man braucht einfach Beschäftigung, man braucht einfach einen Ja. strukturierten Tagesablauf, Hobbys sind ganz cool. Auf jeden. Ich meine, du bist doch nicht total dumm. Also du bist doch ein cooler Typ. Ich meine, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist Freundin, Partnerschaft. Was spielt das eine Rolle irgendwo in deinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt so weit, dass ich wieder sagen möchte, ich möchte wieder ein Weib an meiner Seite haben. Ja, also das Oxy hat das unmöglich gemacht. Ja, hat zumindest letztes Jahr meine Beziehung definitiv, obwohl ich auch Schluss gemacht habe, aber ich habe gesehen, ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. War ich auch nicht halt, ne? Deswegen, Also Oxy hat die Beziehung zerstört. ja, hat mich zerstört und ich, ja, hab dann, konnte das nicht mehr weitermachen, sag ich mal. Hast keine Kraft mehr gehabt. Ja, gut, ich muss auch sagen, ich habe sie auch nicht mehr am Ende so geliebt. Ja. Aber dennoch, ich meine, wenn du im kalten Entzug bist und so, und ich dir einfach überhaupt keine Liebe mehr geben konnte, weißt du, es hat Ja. einfach nur Leid und so, und gut. Ja, gut, es gab ein paar Situationen, wo sie mich auch ein bisschen, also Stress, sag ich mal, stressige Situationen, Streitigkeiten, und ja, es hat einfach nicht mehr gepasst für mich. Ich konnte einfach das nicht mehr ihr antun und auch irgendwo auch nicht mehr mir antun, ne? Und dann Und da hast du einen Schlussstrich gezogen. genau, bin ich lustig gezwungen und hab dann quasi, ja, was heißt, ich weiß nicht, Dich im mich gekümmert. Oxykonsum ersäuft. Ja. Oder? Dann hast du doch freie Ja. Bahn, ne? Dann ging es bestimmt richtig rund. Dann habe ich erstmal eine Menge Spaß gehabt. Spaß in Anführungsstrichen. Genau. Ja, einfach, weiß ich nicht, weitergemacht, sage ich mal, ne? Und eben halt auch ohne irgendwelche Verpflichtungen, halt eben keine Beziehung mehr eingegangen und sowas halt, ne? Und einfach so gemacht, dass ich das machen konnte, was ich möchte, quasi. Okay. Mein Lieber, wir sind noch nicht bei einer Stunde, noch 10 Minuten eigentlich, aber ich finde es eigentlich erstmal rund für heute. Ja. Oder? War auf jeden Fall bestimmt ein, weiß nicht, anders gedacht, für dich Ist auf jeden Fall, ne? immer so, ist immer so. Also das meine ich doch. Aber deswegen hast du ja gesagt, du willst erstmal nichts wissen, ne? Hast du schon. Ja, du merkst halt, bringt halt eine Dynamik in das Gespräch rein. Ja, wenn man halt wirklich erstmal gar nichts weiß, also klar, man weiß irgendwie, es geht um Drogen und es wird jetzt hier keine Kindergartengeschichte, aber wenn man halt, man lernt sich halt kennen. Und das finde ich super. Ja, nee, finde ich auch, Spaß gemacht. Du hast vielleicht schon mitbekommen, es gibt jetzt immer am Ende des Streams ein Gedicht, was ich vorlesen werde. Ja. Das wird auch gleich kommen, aber bevor ich das mache, gib doch mal ein kurzes Feedback. Wie hat dir das Stream gefallen? Wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut. Ich find's nice, dass ich mit dir sprechen konnte. Ja, war auf jeden Fall meine erster Stream so richtig, sag ich mal, dass ich mit einem Streamer bisher, da kann man sagen, gesprochen habe. Ja, ich finde sowieso, sprechen ist immer gut, sag ich mal, ne? Und ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich weiß nicht, wie es bei den Leuten ankommt. Mir hat es ja geholfen, manchmal andere Patienten manchmal oder halt andere anzuschauen. Einfach, ja, vieles Vlogging. Und ja, was heißt helfen, aber
sich einfach nicht alleine fühlen, weißt Ja, du, man, auf ich welchen finde auch, Kosten. man ist es langsam mal ehrlich zu sich selbst. Ja. Weißt du? Es ist einfach mal, es ist immer ein Riesenunterschied, ob man halt Sachen Wochen, Monate lang, Jahre lang durchdenkt in seinem Kopf oder ob man die einfach mal mit so einem Dude wie mir hier am Mikro mal eine Stunde mal bespricht. Eben, Ja, ja. genau. Gut, mein Lieber, ich würde es vielleicht mal so machen. Also ich bin mit dem Stream-Plan jetzt schon im Juni. Du kannst es ja mal so machen, du gehst zu der Suchtberatung und dann schreibst du mir mal, wie das so ist. Und vielleicht sagst du nämlich auch gleich, ich bin dann eh erstmal weg. Und aber einen zweiten Stream, vielleicht, wenn wir wissen, wie es bei dir weitergeht, könnten wir ja mal machen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, ich Bock drauf, sehr gerne. Vielleicht, weißt du, hält es mich auch so ein bisschen motiviert, sag ich mal, weißt Ja, dann machen wir das so, dann wenn ich jetzt, du bleibst jetzt in der Leitung, ich lese dir das Gedicht vor, ich lese der Community das Gedicht vor, dann sage ich Tschüss und dann bist du ja eh noch in der Leitung, da können wir ja dann für den Juni schon mal einen neuen Termin ausmachen, das sind 2 Monate, da wird ja einiges passiert sein dann. du? Mhm. Ja, ist wirklich auch so eine Art Motivationsschub, finde ich. Ja. Vielleicht kann ich dann schon von ein paar Zielen, die ich erreicht habe, Genau, sprechen. das sollte das Ziel sein, das sollte der Weg sein. Okay, dann lehn dich jetzt zurück, jetzt kannst du mal zuhören und ich rede. Und ich möchte euch heute, nachdem ich vorletztes Mal Georg Trakl vorgelesen habe und im letzten Stream ein Gedicht von mir, möchte ich euch heute ein Gedicht von einem deutschen Lyriker vorlesen, Stefan George. Aus Bingen am Rhein, ist schon lange tot, also wer ihn das interessiert, der googelt mal Stefan George. Und dieses Gedicht heißt Komm in den totgesagten Park und schau. Komm in den totgesagten Park und schau, der Schimmer ferner lächelnder Gestade, der reinen Wolken unverhofftes Blau erhellt die Weiher und die bunten Pfade. Dort nimm das tiefe Gelb, das weiche Grau von Birken und von Buchs, der Wind ist lau. Die späten Rosen welkten noch nicht ganz, erlese, küsse sie und flicht den Kranz. Vergiss auch diese letzten Astern nicht, den Purpur um die Ranken wilder Reben, und auch was übrig blieb vom grünen Leben, verwinde leicht im herbstlichen Gesicht. Komm in den totgesagten Park und schau. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Wir sehen uns am Samstag wieder. Karl, möchtest du noch Tschüss sagen? Gut. Wir sehen uns Samstag wieder. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.